begleitet uns an Tag 3 hier auf der D23 Expo. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier von Disneyland Anaheim und von der D23 Expo. Zu Tag 3, dem letzten Tag hier. Und ja, ich sitze gerade hier auch wieder alleine, Sam schläft noch, die braucht abends ein bisschen länger und hat auch gestern noch das Video geschnitten und so. Ich warte jetzt aber noch hier, weil heute Morgen um die Zeit, es ist jetzt 8 Uhr morgens, ist fast nichts los bei Security. Ich habe mir Frühstück geholt beim Hotel. Wir haben zwar Frühstück im Hotel inklusiert, im Buffet-Restaurant, aber da müsste ich noch früher aufstehen und dann mich dann halt setzen. Das würde viel zu viel Zeit kosten. Wir müssen wirklich jede Minute nutzen, um zu schlafen. Also es ist wirklich, es schlaucht, das ist super anstrengend. Das habe ich mir da, wir haben so ein Starbucks Egg and Cheese Bagel Sandwich mit Kaffee und Orangensaft, $20. Ist halt, ne, es ist wie es ist. Man muss hier irgendwie überleben. Und gestern Abend, also ihr müsst euch unbedingt den Vlog von gestern Abend anschauen, mit was abends wieder im Honda Center passiert ist. Es ist, also was da alles announced wurde zu den ganzen Parks weltweit, vor allem halt in Amerika, auch Disneyland Paris, aber auch die ganze Show selbst mit den ganzen Leuten, die da auf der Bühne sind. Hier von Full House hat, ich weiß gar nicht mehr, seinen Namen hat gesungen. Und heute Abend sind wir ja wieder im Honda Center, da kommen die Disney Legends. Da ist dann zum Beispiel auch Miley Cyrus dabei. Also, ne? Also es ist wirklich mega krass, was hier passiert. Ihr habt euch auch gewünscht, dass ich danach nochmal so ein Fazit filme, wie ich das Ganze gebucht habe, wie ich es fand und so weiter und so fort. Das kommt dann, wenn ich in Deutschland bin. Ja, jetzt esse ich erstmal mein Bagel, mein Egg and Cheese Sandwich und gehe dann rein. Mein erster Punkt wird der letzte Merchandise-Shop sein, wo man sich nur anstellen kann. Dort gibt es keine Virtual Line. Ich habe auch um 4 Uhr morgens habe ich nichts gemacht hier. Also heute habe ich das komplett sein gelassen mit 4 Uhr morgens. Das ging irgendwann nicht mehr. Genau, dann gehe ich jetzt gleich rein. Ich stelle mich da an und Sam wird dann irgendwann nachkommen. Für die ganz Harten hier, also hier seht ihr mal, das alles hier öffnet um 5 Uhr morgens. Also um 5 Uhr morgens könnt ihr anfangen, euch anzustellen. Aber wie gesagt, die Tore werden nicht vor 9 Uhr geöffnet. Für uns unmöglich. Ich habe aber auch gehört, weil die letzten Jahre gab es auch Leute, die schon um Mitternacht sich angestellt haben für irgendwelche Panels und so. Also es gibt wirklich richtig krasse Leute. Aber wenn man auch noch ins Honda Center geht und abends dann irgendwie so spät nach Hause kommt, dann hier wieder um 5 Uhr morgens anstellen, no way. Und ich weiß, dass viele Locana-Fans sich um 5 Uhr morgens hier angestellt haben. Ja, let's go, Tag 3. Das hier hatte ich euch gestern gezeigt, das war noch komplett weiß. Ist jetzt fertig gezeichnet, außer Donald, glaube ich, und Pluto noch nicht ganz. Hier sieht man es, wie es aussehen soll. Mega cool. Und ja, der Mickey Sorcerer Head, ich muss sagen, es spielt hier schon wieder laut Musik. Ich hoffe, das macht keine Probleme. Und ja, da habt ihr den Mickey Sorcerer Head mit den Swarovski-Kristallen. Ist einfach mega krass. Und die haben diese Spirit Jerseys, die so schön sind. Das Merchandise, also das kann ich euch schon mal sagen als negativ, das Merchandise-Problem, ganze Topic nervt mich. Ist, naja, egal. Vielleicht finde ich sie aufs eBay. Heute wurde ich schon reingelassen und hier seht ihr mal Halle D, die ganzen Menschen, die einfach warten. Halbe Stunde geht's los und ja. Also bei der Convention, also bei dem Honda Center sind es ja schon immer nur 11.000 oder 12.000 Leute. Tagsüber sind es hier noch viel, viel mehr. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Soll ich mich hier denn anstellen? ja, aber hier gibt es auch was zu essen. Also die Leute, die um 5 Uhr sich anstellen, kommen dann hier auch dann direkt rein. Hier gibt es auch Toiletten, hier gibt es was zu essen, kann man sich was zum Frühstücken kaufen. Also wenn ihr mal herkommen möchtet und um 5 Uhr euch anstellen möchtet, ihr werdet auf jeden Fall versorgt. Weil man darf ja nichts zu essen mitnehmen. Ist aber mal interessant, jetzt mal hier das zu sehen. Habe ich so, weil gestern, als ich mich angestellt habe, musste ich draußen warten. Ist schon krass.
hat gut gestartet. Der Morgen, als ich nämlich in die Halle reingegangen bin, habe ich mich direkt mal bei dem Walt Disney Company Store angestellt und ein Wristband bekommen, damit ich direkt in die Standby-Queue komme. Und das hat wirklich super funktioniert. Habe 10 Minuten gewartet, habe jetzt noch ein paar Sachen geshoppt für mich, aber auch für Sam. Ihr habe ich Bilder geschickt, weil die ist noch nicht da. Und auch für Nina noch den Spirit Jersey, weil ich konnte ja gestern nur 2 kaufen. Und Nina wollte auch einen und ich habe halt Brina und mir erstmal eingekauft und jetzt heute habe ich noch versucht, für Nina einen zu holen. Hat funktioniert, das heißt, alle sind happy. Natürlich gab es den D23 Spirit Jersey nicht mehr, aber ja, das passt schon. Dann habe ich jetzt auf dem Weg noch ein paar Gratis-Sachen bekommen. Moment. Sticker für Sam und mich. Habe ihr direkt auch welche mitgenommen. Jetzt muss ich mich kurz weiter bewegen. Und Bookmarks, also Lesezeichen. Passt ja, ich lese ja jetzt auch so viel. Und stehe jetzt beim nächsten Shop an, bei Mickey's of Glendale. Da gibt es nur eine Standby-Line. Ja, ist ein bisschen was los, aber ja, bewegt sich eigentlich ganz gut. Und da gibt es die Disney Imagineers-Sachen. Mal gucken, was ich da noch mitnehme. Man muss ja auch ein bisschen Frust shoppen, wenn es die anderen Sachen nicht gibt. Obwohl das Kleid morgen früh in den Disney Store in Amerika online kommt. Und anscheinend liefern sie in die Schweiz. Also nicht nach Deutschland, irgendwie auch nicht mehr nach England. Aber in die Schweiz kann man es liefern lassen. Ich bezahle zwar, glaube ich, 100 Franken, dann Zollgebühren wahrscheinlich. Aber ich möchte unbedingt dieses Kleid haben. So, ich bin jetzt hier im Shop drin. Ich zeige euch ein bisschen was. Hier gibt es die Disney Imagineering Sachen. Dann gibt es hier das T-Shirt, was ich eigentlich ganz hübsch finde. Mit Disney Imagineering. Gibt es auch noch in hellblau. Dann gibt es hier diesen Loungefly. Diese Kappen. Und diese Mickey Sorcerer Puppe. Lounges, verschiedene Stifte, hier seht ihr auch nochmal die T-Shirts und die Kappen, die es gibt. Hier seht ihr auch nochmal die Kappen. Hier seht ihr auch nochmal die Kappen und es gibt hier noch so einen Hoodie, der eigentlich ganz hübsch ist. Den hellblauen finde ich ein bisschen schöner, aber gibt es nicht mehr in kleinen Größen. Ist okay, ist eh zu dick, um zu mitzunehmen. Hier gibt es ein bisschen was mit Powerline. So eine Box. Dann gibt es hier, ich glaube, das ist ein Magnet. Hier gibt es T-Shirts. Gibt es hier so eine Wellenmütze, Pins, verschiedene Pins mit verschiedenen Villains, gibt's hier noch so T-Shirts, Peter Pan, Guardians of the Galaxy. Die Muppets. Gibt es hier noch so eine Fantasyland Disney Parks Kollektion? Mal weiter. Hier gibt es eine richtig süße Mickey Mouse Kollektion. Die Jacke da finde ich mega. Also, die hat so ein bisschen Vintage-Vibes. Die finde ich echt geil. Dann gibt es hier noch ein Spirit-Jersey. Der ist auch hübsch, aber haut mich jetzt nicht um. So sieht der von hinten aus. Auch süß. Dann gibt es hier eine Kappe noch dazu. Moment, ich muss auch kurz mal vorbei. Ein T-Shirt. Thank you.
nochmal so eine Jacke, die zeige ich auf der anderen Seite, da ist ein bisschen weniger los. Hier gibt es auch so einen kleinen süßen Fotospoint. Genau, hier ist das T-Shirt nochmal von vorne. Noch sowas hier. Also hier zum Beispiel so ein T-Shirt kostet 28 Dollar. Gibt verschiedene Kappen, die kosten 30 Dollar. Die Jacke ist, glaube ich, bei 80. Hier muss ich mal anprobieren. Ich weiß nicht, ob sie einen Spiegel haben. Ist schon cool. Ja, 80 Dollar. Jetzt hier noch so ein T-Shirt. Das hat alles ein bisschen Vintage-Vibes. Ein bisschen verwaschen aus auch. Ja, genau, die Jacke wollte ich euch noch zeigen. Die ist hinten auch ganz cool. Ja. Genau. Das war's, glaube ich. Ihr kennt noch das Modell von Freitag. Und jetzt, nach den Announcements gestern, ist noch ein Stück dazugekommen. Ich habe tatsächlich ja gesagt, dass da der dritte Bereich hinkommt. Und da ist er. Lion King. Wir können leider nicht so nah dran gehen, weil hier die Absperrung ist. Bisschen schade. Ich würde sehr gerne mal näher ran. Aber man sieht hier hinten auch die Wasserattraktion, das komplette Gebäude von der Wasserattraktion. Und man sieht, ich glaube, Simba auf dem Königsfelsen. Man sieht so eine kleine Savanne, also sieht auf jeden Fall richtig cool aus und ich bin sehr gespannt darauf. Hier sieht man jetzt auch nochmal World of Frozen und jetzt wieder sich Pride Lands dazu integriert. Es wird ja auch kein großer Bereich sein, also fast eigentlich dieselbe Größe wie World of Frozen. Da hinten haben wir dann noch mehr Platz, keine Ahnung, was da irgendwann mal vielleicht hinkommt, aber so sieht das dann jetzt Ganze aus. Sam ist jetzt auch mal hier. Finally, ja. Ja, also ich musste dein ganzes Merchandise rumtragen. Für sie shoppen, also. I mean, she's amazing. She was sending me so many photos. What do you want? Und sie hat doch schön I did online shopping, thanks to yeah. you. Thank you. Und sie hat doch schön geschlafen, als ich rausgegangen bin. Wie ein Baby. Yes. Wir waren jetzt gerade im Imagineering Panel hinter uns, haben uns ja das neue Modell angeschaut. Und wir werden uns gleich nochmal für den Reveal Room anstellen. Da ist die Schlange, weil das, was gestern angekündigt wurde. Entschuldigung, ich muss gerade hier. Jetzt macht die Kamera, was ich will. Entschuldigung, sie hat sich umgedreht. Moment. Da bin ich wieder. Genau, gestern wurde ja die Sachen angekündigt und es gibt jetzt extra Raum, wo man sich dann auch Sachen anschauen kann. Auch zum Beispiel den Monsters Inc. Rollercoaster. Da wollen wir uns dann auch gleich anstellen. Aktuell, jetzt kann ich euch wieder drehen. Stehen wir für einen Fotospot mit Maui und Moana 2 an. Also es sieht mega schön aus. Aber die Schlange hierfür auch super lang. Und ja. Does it continue to Zootopia? Because if it does, it's going to be great. We could just continue this Zootopia as well. Oh, we get a poster. Okay, it's amazing. Oh, gratis. Wow. Gratis. That's a really nice poster as well. Sam's new yeah. word. Yeah, I've learned. Ja, dann müssen wir uns Zootopia auch nochmal anstellen. Yeah, yeah. Und wir wollen Avatar machen? Yes, Avatar, whatever you want to do. Dann noch Lukas-Film, wenn nicht so viel los ist. Sorry? Lukas-Film. Maybe, we can see how busy it is. Disney Volunteers. Yeah, that's going to be quick. Kostet gratis. There's yes, a hat today. Yes, there's going to be a hat. And then maybe we can go upstairs towards the end of the day. Just ja, really. Wir haben nämlich gestern noch zwei Sachen im zweiten Stock vergessen. Und ja, da müssen wir ja schon wieder. Um 4 Uhr müssen wir spätestens zum Dings wieder fahren, ne? Okay. Honda Center. Yeah. So, we have to leave at 3:30 latest. Was ich eben noch sagen wollte, als wir vor dem Modell standen, da sind so viele Leute gewesen, die nicht wussten, was es ist
oder die also gefragt haben, was gibt es denn aktuell, was wird gerade gebaut. Und ich habe es so genossen, mit den Leuten darüber zu sprechen und die dann zu sagen, ne, also das gibt's aktuell, das kommt. Dann habe ich ihnen auch ein Video gezeigt, wie aktuell die Baustelle aussieht. Und ja, es ist mir wie mein Herz aufgegangen, als wir über dieses Thema gesprochen haben, weil es ist halt unser Park, ne? Yeah, it's beautiful. It's our park. It's not perfect. No, but we love it because of memories. And yeah. It's really special seeing other people. Yeah. Yeah. It's too special. I can't. Yeah, it is. I'm gonna miss having other people be interested in our park. Nach den Moana-Fotos haben wir hier so Moana 2 Poster bekommen. Auch wieder gratis. Wo ich jetzt hinstecken werde, weiß ich noch nicht. Jetzt hier bei Zootopia 2 haben wir ein Bild gemacht und dann haben wir dieses Bild bekommen. Alles sehr süß. Sort of adds to that power of Scar that he can really get into that animalistic form. Wow, I love it. Okay, so I never knew that there were these boulders, as you just mentioned. So obviously you have to put a ton on to cover it up, right? Oh my gosh, it's a bunch of stuff to all hide on. Yeah, that's a lot that goes into one person's Scar, center of attention, of course. But right here, I'm wondering how these costumes and the masking other part of it to bring Scar to life. Wir warten jetzt hier schon seit einer fast dreiviertel Stunde für Bluey, Blue und Bingo, I believe. Bingo. What is this? Moni is very excited. Anscheinend sind das irgendwie Charaktere aus einer Kinderserie auf Disney Plus, die man jetzt hier antreffen kann. Ihr habt es schon mal kurz im Vlog von Freitag gesehen, aber Sam. Es hat sich die Kamera wieder gedreht. Sorry, ihr habt jetzt kurz mal da. Sam. Sam wollte sie unbedingt treffen, das machen wir jetzt. Also. I don't need this. Blue and Bingo. Blue and Bingo. Ja. Wir holen uns jetzt einen kleinen Snack und zwar holen wir uns den Swirl. Den hole ich jetzt für uns. Sam steht schon beim Avatar an, da gehen wir dann als nächstes hin. Wir holen uns mal wahrscheinlich dann was zu essen, wenn wir eh rausgehen ins Hotel, dann können wir das mitnehmen und auf dem Zimmer schön gemütlich essen. Genau, ich weiß gar nicht, was es kostet. $10.50, ich flip aus. No, for me. Ja, hier ist unser Eis, unser Swirl, $10.50, eieiei. Also die Preise hier, Jesus Christ. Thank you.
Anscheinend gibt es jetzt ab 2 Uhr die Promokarte von Locana hier für alle. Und das ist einfach crazy. Schaut euch mal die Leute an. Wir stehen zwar auch dazwischen, aber versuchen sie natürlich auch zu bekommen. Aber es ist crazy. Also Locana ist hier irgendwie ein ganz anderes Thema. Also dieses Set, dieses Limitierte, gab es hier noch zum Kaufen. Aber das ging halt nur mit Wristband, was man sich heute Morgen, also was man, da hätte man wahrscheinlich um 5 Uhr morgens hier anstehen müssen und sich so ein Wristband holen. Aber das habe ich, das mache ich nicht. Die Promokarte wäre ganz nice gewesen, aber man kann nicht alles haben im Leben und es wird jetzt nichts, ist jetzt nicht so dramatisch. Wir gehen jetzt zu Disney Volunteers, denn da gibt es heute wieder was anderes. Jeden Tag gab es was anderes. Heute gibt es eine Kappe und das machen wir jetzt. Hi. Hello, happy Sunday. Thank you. How are you? Like, questions for me? Thank you very much. Appreciate it. What do we have? Cereals. Nice. I hope I did it right, y'all. Thanks. Thank you. Ja, wir müssen uns jetzt verabschieden vom Anaheim Convention Center. Die Expo ist ja noch nicht ganz vorbei. Wir haben ja noch mal heute Abend im Honda Center die Legends Awards. Da werden wir auch gleich jetzt hinfahren. Aber von hier müssen wir uns jetzt leider verabschieden. Ja, 3 Tage sind vorbei. Sehr aufregend, sehr anstrengende Tage. Und dazu, wie gesagt, ein Fazitvideo kommt auch noch mal in den nächsten Tagen, wie ich gebucht habe, was ich so denke darüber. Generell finde ich, es war eine krasse Erfahrung, was man hier alles erleben durfte.
wir haben auch mit Leuten gesprochen, die die letzten Jahre hier waren, auf den anderen Expos. Und dieses Jahr war tatsächlich sehr besonders und einer der besten, was wir so gehört haben. Und deswegen bin ich sehr froh, hier gewesen sein zu dürfen oder zu können. Und ja, aber ihr merkt, ich bin super müde. Es schlaucht unheimlich, diese 3 Tage. Aber wie gesagt, dazu dann mehr in meinem Fazitvideo, was dann in den nächsten Tagen, Wochen online kommt. Ich hoffe, jetzt wollte ich das Video schon beenden. Nein, wir beenden das Video nicht. Wir holen uns noch was zu essen jetzt hier in den Food Trucks und dann fahren wir zum Honda Center und dann gucken wir die Legends Awards. Zum Beispiel Miley Cyrus kommt auf die Bühne und dann verabschiede ich mich heute Abend bei euch. Aber erstmal gibt es hier eine kleine Pause. What do you think, this one? Yes. So, wieder am Honda Center. Übrigens gibt es hier auch immer was zu essen und zu trinken. Letzter Programmpunkt für D23. Und heute fängt es ja schon früher an um 5 anstatt um 7. Letzten Tage hat es ja immer um 7 angefangen. Die Party ist schon wieder da drin am Laufen. Wir haben wieder ein Bändchen hier bekommen. One more. Was leuchtet. Das ist schon das dritte. Und ich gehe jetzt noch kurz ums Eck und dann suche ich meinen Platz. Ich habe nämlich nur noch 5 Minuten, dann geht's los. Wir kommen immer super knapp an hier, aber alles hat bisher super funktioniert. Ich glaube, mein Highlight wird Miley Cyrus sein. We gotta keep track of it right here, just in case someone contests it. We have to give a medal back. Oh no. That's unacceptable. Next time. I'm not happy about it. I'm filing an official complaint right now about that whole situation, but I digress. Don't be chewing gum. We're gonna need to take that from you. We'll give it back to you at the end of the show, but you can't have it on camera. Put them on. Yes. Here we go. Get them on. Walt Disney once said, "You can dream, design, and build." The most wonderful place in the world, but it requires people to make the dream a reality. Welcome your host, Ryan Seacrest. Thank you very much. Thanks to all of you for joining us for this very, very special event. Now, before we get started, I want to take a moment to acknowledge our dedicated employees and cast members who helped bring this incredible weekend together. I also want to thank all of you, our fans, for your tremendous enthusiasm, passion, and the love that you have for our great company. Thank you very much. I can tell you're getting it. To treacherous ancient temples and the furthest reaches of the Sahara. Maybe I should stop. I don't know. He has portrayed some of the most timeless heroes to ever appear on the big screen. But before he was the captain of the Millennium Falcon or a globe-trotting archaeologist, Harrison Ford was like so many aspiring actors who come to Hollywood in pursuit of their dreams. Take one. If the Empire had a new weapon that could do this, I'd know about it. I'd have heard something. Oftentimes when you're sitting in a room saying, we need to find another Harrison Ford, you can't find it. Thank you. Thank you, Kevin. I love you too. I love the life you've given me. I love the people that I've had the opportunity to work with. Nobody does anything in this business alone. We work in collaboration. No matter who we are or what we're doing, we're working on an idea. I have the privilege of being a storyteller. Something unique to the role,
And I feel so blessed to have Jamie as a friend in my life. And I feel lucky to work with a woman that I admire so much. Love you. Jamie Lee Curtis has done just about everything in her Hollywood career. The character that I get to play in Freaky Friday, and one of Jamie's dearest friends is here. Please welcome Academy Award winning Jodie Foster. Thank you, ladies. Thank you both. You know, it's not often that we all get to walk in each other's shoes. You know, that's the beauty of Freaky Friday. It's the idea of looking at the world from the other person's perspective. And we do it with each other, but we very rarely get to do it in life, in the movies, the way we get to do it in this, and it's extraordinary. You just mentioned the Disney in you and me. Yes, it's a great, big, beautiful tomorrow, and tomorrow's just a dream away. Man has a dream, and that's the start. He follows his dream with mind and heart. And when that dream becomes a reality, it's a dream come true for you and me. And that's what's happening right here. In South Central Los Angeles, Compton Watts area. My last semester of high school, just before graduation. The high school counselor met with every student and their parent to talk to them about their college future. When I got home, I went to my room and I cried again. My mother came to talk to me. She told me never to let other people determine your future. For writing, directing, and best picture. That is a big time hat trick, baby. And 46 years ago, he cast me as Louis De Palma in a show called Taxi. For the role of Hannah Montana. You know the name. Concert selling out coast to coast, hit records, and a TV show. Molly, you might not know this, but I'm truly one of your biggest fans. My very first job was taking my portable sound system, a wig, and 15 tracks. Miss Monica, I am not as strong as you. I am definitely going to cry. Before I get started, I'm going to let everybody in on a little Disney legend secret. I'm the one that tells you what you're not supposed to know. And what I want to say is that legends get scared too. I'm scared right now, but the difference is we do it anyway, and all of you can do that every single day. It's legendary to be afraid and do it anyway. There is no such thing as failure when you try.
That's the only way you lose. The way to win is to try. So here I am. I'll show you. I made two speeches. One long, if I'm the badass that I'm supposed to be. And one short, if I get scared. So I want to say thank you. It's such an honor to receive this award. My other legends have said it best. It is all because of you. Everyone in this room, outside of this room, it's all about the fans. And in 2005, Disney was on a mission to rebuild and reimagine the company. That's why they hired Bob Iger and me. I remember this clearly because it was during the auditioning process of Hannah Montana. There was a buzz in that Burbank Disney office where it's rumored that they create all of us Disney kids. I definitely wasn't created in a lab, and if I was, there must have been a bug in the system which caused me to malfunction somewhere between the years of 2013 and 16. Born and raised in Nashville, Tennessee, which is where I sent my audition tapes from. A little bit of everything has changed since that day. But at the same time, nothing has changed at all. I stand here still proud to have been Hannah Montana because she made my life in so many ways. This award is dedicated to Hannah and all of her amazing, loyal fans and to everyone who has made my dream a reality. To quote the legend herself, this is the life. Thank you. Mark Penn is a brilliant animator. With overflowing kindness and loyalty, he doesn't just design characters on paper. He creates images infused with passion, vulnerability and authenticity that connect with people for generations. The journey to discovering Ariel together began with our friendship 37 years ago. And thanks to Mark Henn's vibrant imagination. Joe has always thought about conservation and culture first. He's made it not only look good, but also good for the animals as well. When we started on Aulani, Joe basically challenged everything and said, is this right for the culture, the community? What we set out to do is not just tell a good story, but to have a lot of impact on the audience. She's talking about, she actually runs beautifully. She's like a human panther. And we all know there's no avatar without Neytiri. Zoe is Neytiri. I think you should be a Disney princess. Without the march that introduces him. Think of Princess Leia without the gentle flute that plays her on. Or the opening crawl of the Star Wars films without its incredible orchestra. For over half a century, each and every time John Williams composes a new score, he finds a way to imbue the film's story and characters with a timeless and essential quality. That's because John is a storyteller. And his language is exquisite music that touches our hearts and inspires our dreams. Immediately brings a smile to my face. What it means to have that incredible theme that he creates for the characters, it's a wonderful experience. Unfortunately, John is not able to be with us today, but here to perform a medley of his iconic themes, specially composed and arranged by John
for all of you to enjoy this evening. Please welcome the Pacific Symphony. Das war's. Die 23 ist offiziell jetzt vorbei. War auch wieder mega coole Stimmung im Honda Center. Die Disney Legends, Miley Cyrus, Harrison Ford. Und ja, echt privilegiert, solche Menschen auf der Bühne zu sehen live. Das Highlight für mich war das Orchester am Ende wieder. Dieses Live-Orchester ist einfach der Wahnsinn wieder gewesen. Und ja, ich bin einfach sprachlos, was die 3 Tage hier alles passiert ist, wen wir alles sehen durften, was wir alles erleben durften, wie müde wir sind, wie erschöpft wir sind, aber ist egal, Schlaf kann man nachholen, solche Erlebnisse nicht. Und deswegen, ja, ist einfach, ich bin so dankbar dafür und mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir fahren jetzt mit dem Shuttlebus heute zurück, versuchen jetzt mit dem Shuttlebus zu fahren. Und ja, ich hoffe, die 3 Tage, die 23 hier haben euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao.